Zu mir hat diese Woche jemand gesagt, er hat sich für das nächste Quartal das Ziel gesteckt, 50.000 Euro im Monat zu verdienen. Und warum das kein gutes Ziel ist, das schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Die Quartalswende rückt an, beziehungsweise die Quartalswende ist im vollen Gange, also ist das Thema Ziele auch wieder relevant. Wer erzählt dir denn, dass Silvester und Neujahr für Vorsätze relevant sind? Setz dich drüber hinweg. Dein neues Jahr beginnt, wenn du entscheidest, dass Veränderungen in deinem Leben anstehen. Das kann jetzt sein, muss es aber nicht. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dir eine Falle aufzeigen. Ich habe es ja schon vor dem Intro gesagt. Warum ist es nicht gut, wenn jemand 50 Riesen verdienen will? Nummer 1, ich finde Geldziele super und ich finde es auch gut, wenn sie hoch sind. Positive Glaubenssätze gegenüber Geld sind wichtig und ich kann es auch offen sagen, ich liebe Geld. Geld ist aber nicht das Wichtigste im Leben. Geld wird nur dann wichtig, wenn zu wenig da ist. Aber deswegen, dieses Übliche möchte ich gar nicht. Das Problem bei diesem Ziel ist, er hat nur das Ziel genannt. Und wenn es nur ums Geld geht, dann sage ich, ist es nicht liebenswert, das Ziel. Zumindest auch nicht für ihn. Wie viel er verdient, spielt für mich keine Rolle. Aber er bringt sich in eine echte Leidenssituation damit. Denn das Leben hat nicht nur einen Lebensbereich. Stell dir das Leben so stabilisiert wie einen Tisch vor. Wenn du nur ein dickes Tischbein in der Mitte hast, dann kann ich dir diesen Tisch ziemlich leicht umtreten, weil er nur eine stabilisierende Säule hat. Und es gibt eine ganze Menge Leute, da kommen auch diese blöden Klischees über reiche Leute her. Das sind die Leute, die haben nur den Lebensbereich Geld und Finanzen. Die sind reich ohne Ende, haben aber alle anderen Bereiche vernachlässigt. Und schon Warren Buffett wurde ja in seiner Biografie vom Biografen gefragt, ey, was ist eigentlich das, was Sie in Ihrem Leben am meisten bereuen? Und er sagte, die Zeit, die ich nicht mit meinen Kindern verbracht habe, während ich mein ganzes Geld verdient habe, die kann ich mir mit keinem Geld dieser Welt zurückkaufen, die kriege ich nie wieder. Er hat Lebensbereiche vernachlässigt. Und wenn wir hier von einem der reichsten und auch als erfolgreichst geltenden Menschen das lernen können, dann sollten wir das auch tun. Nimm dir also, wenn du deine Ziele planst, nicht nur ein großes Ziel. Ich treffe so viele Leute, die wollen diesen Abschluss, dann wollen sie diese Position, dann wollen sie so viel verdienen und sich das und das Haus kaufen. Das ist viermal Lebensbereich Geld. Und wenn man beim Haus noch nachhacken würde und mit Warums reingehen würde, kriegt man das bei 60% der Leute auch nochmal weich gekocht. 40% wollen wirklich das Haus und sind glücklich damit. Die brauchen das auch. Bei vielen anderen ist es leider eher eine Falle, in die sich die Leute reinbauen. Und dieses eine Ziel, das kann nicht glücklich machen. Daher empfehle ich dir, in deinem Leben gibt es die Bereiche Körper und Gesundheit, den vernachlässigen so viele in Deutschland. Das merke ich jetzt, wo ich wieder einige Zeit in Deutschland zurück bin. Ich formuliere es mal so, die durchschnittliche Flauschigkeit in Deutschland ist, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, definitiv höher. Und das ist keine gesunde Flauschigkeit bei vielen Leuten. Heißt also hier, der Gesundheits- und der Fitnessbereich wird viel vernachlässigt, ist genauso wichtig wie der geldliche Bereich. Geld hatten wir schon gesagt, Familie, Freunde, Beziehung, aber auch das eigene Wissen und auch der eigene Sinn, auch ein Bereich, der von so vielen, nicht nur in Deutschland, weltweit ignoriert wird. Und wenn du nicht in all diesen Lebensbereichen gleichmäßig das aufbaust, dann sind wir wieder beim Tisch. Wenn ein Tischbein komplett lang ist und das andere so kurz, dann steht der Tisch einfach schief. Sorge also dafür, dass du dich gleichmäßig entwickelst. Stell dir das Ganze mal ein bisschen wie eine Dartscheibe vor. Und du nimmst jetzt Pfeile. Der eine Pfeil ist mit Geld beschriftet und du wirfst ihn. Wo landet er auf der Dartscheibe? Jetzt nimmst du dir einen Pfeil, auf dem steht drauf Familie. Einer mit Beziehung, einer mit Sinn und so weiter. Und der Pfeil, es spielt gar keine Rolle, wo die treffen, aber der Pfeil, der am weitesten daneben geworfen wurde, das ist der Lebensbereich, der für dich im Quartal 2 2021 oder wann auch immer du dieses Video siehst, der wichtigste sein sollte. Arbeite nicht an dem, wo du eh schon am weitesten bist. Dein Tisch kommt sonst immer mehr in Schieflage. Mehr Geld macht beispielsweise nicht glücklich, wenn du deine anderen Themen noch nicht geordnet hast. Das ist ein Irrglaube. Und mehr Gesundheit. Es ist super gesund zu sein, aber wenn man top gesund und durchtrainiert ist und sich ein Fitnessziel nach dem anderen steckt, aber auf dem Konto gähnende Leere herrscht, dann ist auch das nicht wirklich zufriedenstellend. Bring also deine Lebensziele in die Balance, finde deinen schwächsten Bereich, denn die Entscheidung, ob dein Leben ein Meisterwerk ist, liegt an jedem Tag bei dir.